Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Um die Frage geht es heute im Gottesdienst. Diese Frage, die wird Jesus gestellt. Und vielleicht ist das in dieser Formulierung gar nicht mal unsere Frage. Aber etwas umformuliert vielleicht doch. Ewiges Leben, das heißt nicht nur ein Leben, das irgendwann in einem fernen Jenseits unendlich lang ist. Ewiges Leben, da geht es um mehr. Also die Frage nach ewigem Leben ist eigentlich die Frage danach, was ich tun muss, um das richtige Leben zu führen. Also die Frage, was ein sinnvolles Leben ist. Was hat Bestand in meinem Leben? Was trägt mich? Also vielleicht doch auch unsere Frage. Und darum soll es in diesem Gottesdienst gehen. Um die Frage und um die Antwort, die Jesus darauf hat. Und diesen Gottesdienst, den feiern wir im Namen Gottes. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Evangelium nach Markus, Kapitel 10, die Verse 11, 17 bis 27. Als Jesus sich auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an.
Er sagte zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt, aber Jesus sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie untereinander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Amen. Ich bete. Guter Gott, du sagst uns, was gut für uns ist und was du von uns erwartest. Und trotzdem ist die Umsetzung für uns oft so schwierig. Hilf uns zu verstehen, was wir schon längst wissen. Hilf uns zu tun, was richtig ist. Und gib uns ein ewiges, ein sinnerfülltes Leben. Amen. Also eigentlich ist doch die Antwort, die Jesus diesem reichen Menschen da gibt, unmöglich. Ich meine im doppelten Sinne. Auf den ersten Blick zumindest unmöglich grob. Also man stellt sich das mal vor. Da gibt es tatsächlich jemanden, der es schafft, alle Gebote Gottes von Jugend auf zu halten. Das lässt Jesus ja unwidersprochen so stehen. Und dieserjenige kommt dann auch noch zu Jesus, fragt, ob er auf der richtigen Spur ist, ob es noch etwas gibt, was er tun könnte oder sollte. Und dann bügelt Jesus ihn so ab. Und ich würde sagen, auch tatsächlich unmöglich, oder? Also im Sinne von nicht machbar. So wie Jesus das formuliert, alles verschenken, alles verkaufen, was man hat, das geht doch eigentlich nicht, oder? Also, was ist da los? Quält Jesus diesen Menschen jetzt mit einer unmöglichen Forderung? Man könnte natürlich einwenden, dass Jesus einfach konsequent ist. Also der reiche Mann fragt ja nicht nach irgendeiner Nebensache oder nach irgendeiner theologischen Feinheit. Hier geht es um alles oder nichts. Also wie ist das jetzt mit dem ewigen Leben, Jesus? Tja, hätte dieser reiche Mann doch nur danach gefragt, was nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vernünftig wäre. Also er hätte ja Jesus nach ethischen Anlagetipps für Christen mit Vermögen fragen können. Vielleicht wäre die Antwort dann anders ausgefallen. Jesus konnte ja auch sehr pragmatisch auf finanzielle Fragen eingehen. Aber er fragt danach, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen. Und an dem Punkt gibt es von Jesus keine Kompromisse und kein Nachverhandeln. Der Reiche, der fragt nach dem, was seinem Leben ewige Qualität gibt, was Halt gibt. Fragt nach dem, woran alles andere hängt. Und Jesus antwortet einfach auf dem gleichen Niveau. Aber das betrifft auch uns, oder? Also, es ist klar, natürlich wissen wir, dass Reichtum vor Gott nichts zählt. Ich denke mal, so viel haben wir alle vom Christentum mitbekommen, dass wir wissen, es zählt nicht, was man hat, sondern wer man ist. Gott sieht das Herz an und nicht, was vor Augen ist, etc., etc. Wissen wir alles. Aber Jesus macht hier ernst damit. Was heißt das denn für mich, dass Reichtum nichts zählt?
klar weiß ich, dass mein Geld mir nicht den Himmel kaufen wird. Und es müssen ja für mich auch gar keine Reichtümer sein. Aber ganz ehrlich, ewiges Leben hin oder her, es ist doch eigentlich beruhigend, hier auf der Erde, sagen wir mal, zumindest genug finanzielle Sicherheit zu haben. Geld kann dir kein Glück kaufen, aber es kann die Suche finanzieren, oder? Bloß Jesus wirft hier unbequemerweise die Frage auf, ob diese Erkenntnis, dass Reichtum nicht alles ist, denn überhaupt unserer Realität standhält. Du fragst nach dem ewigen Leben? Gut. Könntest du denn alles andere dafür aufgeben? Könntest du dein Geld verschenken? Könntest du darauf vertrauen, dass Gott auf dich aufpassen wird, dass Gott für dich sorgen wird? Könntest du glauben, dass es sich lohnt, auf vieles zu verzichten, einfach weil Gottes Gegenwart schon jetzt in diesem Leben besser ist als alle Reichtümer? Und die erste Antwort, die spontane Antwort auf diese Frage ist, wenn ich jetzt Sie und euch mal vereinnahmen darf und so viel Ehrlichkeit unterstellen darf, dann ist die Antwort nein. Natürlich können wir das nicht, oder? Also ich könnte es nicht. Und zumindest die meisten Menschen, die ich kenne, könnten das auch nicht. Und vielleicht sogar alle. Sonst sähe die Welt anders aus, als sie eben aussieht. Das wäre unmöglich, wirklich alles loszulassen. Das merken sogar die Jünger. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Tja, gute Frage. Und zum Glück ist die Antwort von Jesus noch nicht zu Ende. Es gibt noch einen weiteren Satz als Antwort. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Jesus selbst ist realistisch genug, um zu wissen, dass dieser reiche Mann natürlich nicht sofort all sein Hab und Gut leichten Herzens verschenken wird. Und trotzdem will Jesus ihn nicht einfach nur quälen mit dieser Antwort, sondern er stößt ihn, er stößt die Zuhörer, er stößt auch uns auf ein viel grundlegenderes Problem. Denn das gehört zu den zentralen Punkten von dem, was Jesus gesagt hat. Wir werden es nicht aus eigener Kraft schaffen, uns das ewige Leben zu verdienen. Wir merken es selbst, wir scheitern immer wieder daran, das Leben zu führen, von dem wir doch eigentlich wissen, dass es das richtige Leben wäre. Ob das nun der Reichtum ist, der uns blockiert, oder irgendwas anderes. Die Frage ist schon falsch gestellt, was ich tun muss, um mir das ewige Leben zu verdienen. Ewiges Leben kann uns nur von Gott geschenkt werden. Aus Gnade. Nicht, weil wir so unfehlbar und selbstlos sein könnten, um es zu verdienen. Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Kurioserweise haben es ja die Jünger, die hier so erschrocken sind, sogar geschafft. Sie haben alles hinter sich gelassen. Sie haben ihre Familien verlassen, sie haben ihre Berufe aufgegeben, haben in Kauf genommen, von der Hand in den Mund zu leben. Und glauben Sie bitte nicht, das Leben wäre damals einfacher gewesen. Ganz im Gegenteil. Wer damals mit Jesus durch die Gegend gezogen ist, der hat wirklich was riskiert. Aber die Jüngerinnen und Jünger haben das geschafft und sie haben es nicht geschafft, weil sie christlicher als wir gewesen wären oder sorgloser oder frommer oder vertrauensseliger, sondern weil Jesus in ihnen das Vertrauen geweckt hat. Weil sie gemerkt haben bei der Nachfolge, da geht es um etwas, was sich lohnt. Für das es sich lohnt, viel aufzugeben, gegen das alles andere unwichtig ist. Weil sie einen Sinn in ihrem Leben mit Jesus entdeckt haben. Der Verzicht auf all sein Hab und Gut, auf all seinen Reichtum, den Jesus bei diesem reichen Mann fordert, das ist kein Selbstzweck. Es geht nicht einfach nur um irgendwie Verschlankung oder sowas, also weil ein asketisches Leben so edel wäre. Also Jesus ist nicht Marie Kondo, der den Leuten beim Aufräumen hilft. Die zentrale Aufforderung Jesu ist ja nicht nur, verschenk alles, was du hast, sondern vor allem, folge mir nach. Folge mir nach.
Also schau auf das Leben, das ich, Jesus, dir vorlebe. Das ist ewiges Leben. Das ist Leben, das einen Sinn hat. Nicht nur ein Leben, das du ausschließlich für dich selber lebst, sondern von dem auch andere was haben. Das ist ein Leben, das nicht nur im Anhäufen von Dingen besteht, sondern aus dem Vertrauen besteht, dass Gott für dich sorgen wird. Das heißt, Jesus dreht die Frage um. Er packt nicht einfach noch eine Forderung auf die Gebote obendrauf, sondern er fragt, was ist eigentlich für dich das größte Hindernis, mir nachzufolgen? Nicht, was musst du tun, ist die Frage, sondern was musst du lassen, vielleicht loslassen. Also, schön, reicher Mann aus der Geschichte, wenn du die Strichliste mit den Geboten abgehakt hast, aber das Reich Gottes kann dir nur geschenkt werden. Und um eine Sache in die Hand zu nehmen, musst du eine andere loslassen. So schwer und so einfach ist das. Aber Gott gibt dir die Kraft, die auch das scheinbar Unmögliche möglich macht. Und wer weiß, was für uns das Unmögliche ist. Es wird bei jeder und jedem was anderes sein. Setzt du ein, was sie und dich vielleicht daran hindert, Jesus zu folgen, was sie und dich daran hindert, ein Leben mit Tiefe und mit Sinn zu führen. Es muss nicht der Reichtum sein, aber vermutlich ist es, zumindest wenn du dieses Video in Mitteleuropa siehst. Die Begegnung dieses reichen Mannes mit Jesus, die ist ja nicht zufällig überliefert. Aber vielleicht ist es auch anderer Ballast, den wir mit uns rumschleppen, der uns daran hindert, die oder derjenige zu sein, als die Gott uns gemeint hat. Ist es eine Angewohnheit, die wir nicht loswerden? Ist es der eigene Perfektionismus? Eine Abhängigkeit? Das Misstrauen gegenüber Gott oder die ewige Tretmühle, immer alles selbst leisten zu müssen? Es gibt viele Dinge, die das Kamel für unser persönliches Nadelöhr sein können. Was auch immer es ist. Auf jeden Fall muss Gott uns die Stärke geben, ihm zu vertrauen. Sonst funktioniert das nicht. Und er gibt sie uns. Und wenn du jetzt gerade Angst um deinen Besitz hast aufgrund von dieser Geschichte, dann will Gott dir vielleicht gerade diese Angst nehmen. Wenn es die Angst um deine Existenz ist, die dich lähmt, die dich blockiert. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Das ist die beste Antwort auf die Frage, die große Frage nach dem ewigen Leben. Und das ist das Beste, was ich Ihnen und euch wünschen kann. Zu erleben, was bei Gott möglich ist. Amen. Thank you.
Wir beten für diese Welt, halten für Bitte. Guter Gott, wir bitten dich heute um deinen Geist des Friedens in dieser Welt. Gerade da, wo Völker im Krieg sind, gegeneinander oder gegen die Verhältnisse, unter denen sie leiden. Wir beten für die Menschen im Kaukasus oder in Belarus. Guter Gott, wir beten für unsere jüdischen Geschwister, die nicht erst nach dem Angriff letzte Woche in Hamburg in Sorge leben, ob sie hier in diesem Land überhaupt sicher sind. Wir beten für alle Menschen, die unter Diskriminierung leiden, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer sexuellen Identität. Guter Gott, und wir bitten dich nach wie vor für die Menschen, die sich wegen der Corona-Pandemie Sorgen machen. Sorgen um ihre Gesundheit, ihren Lebensunterhalt, Sorgen um andere, die ihnen nahestehen. Guter Gott, gib ihnen und gib uns ewiges Leben. Ein Leben mit Halt, ein Leben mit Perspektive. Zusammen beten wir das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt die herzliche Einladung, Gottes Frieden weiterzugeben, als Zeichen, als Gruß, ein Friedensgruß an die Menschen um uns herum, nah oder fern, entweder ganz direkt, wenn man den Gottesdienst jetzt mit mehreren guckt, oder vielleicht über die diversen Kanäle, wie auch immer wir untereinander vernetzt sind. Friede sei mit dir, den Menschen, an die wir jetzt gerade denken. Und während wir einander den Frieden Gottes wünschen, noch ein paar Abkündigungen. Einige Sachen sind wieder los. Und zwar am nächsten Samstag, am 17.10. um 19 Uhr, da gibt es ein Orgelkonzert live hier in der Lutherkirche mit Stefan Paul Audasch. Und es geht um mehr als einfach nur ein Konzert, das man sich so anhört und genießt. Das natürlich auch. Aber es soll ein bisschen mit der Musik gepredigt werden. Also eine Art Gottesdienst in Tönen. Herzliche Einladung dazu. Eintritt ist frei. Über eine Spende freuen wir uns natürlich. Und ganz wichtig, wie bei den Gottesdiensten auch, die hier in der Kirche stattfinden, melden Sie sich bitte vorher an, wenn Sie teilnehmen wollen. Das können Sie bei unserem Kantor Ludwig Audasch tun, per Mail oder per Telefon. Die Nummern sind jetzt hier eingeblendet, also Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, und sind auch nochmal unten in der Beschreibung von diesem Video zu finden. Herzliche Einladung. Dann gibt es auch einen Gottesdienst nächste Woche, den dann wieder per Video. Worship pur mit Christian Menge und mit Musik von der Band Crossfire. Herzliche Einladung auch dazu, den Gottesdienst anzuschauen, wo auch immer man ihn anschaut. Gesendet wird er dann zur gewohnten Zeit auf den gewohnten Kanälen, also ab 11 Uhr am Sonntag dann auf unserem YouTube-Kanal und auf unserer Website. Und Kollekten sammeln wir auch ein, auch wenn wir Gottesdienste per Video feiern. In diesem Monat ist unser Kollektenzweck die Solinger Tafel, also Lebensmittel, die eingesammelt werden und an Menschen weitergegeben werden, die es nötig haben. Herzliche Bitte, auch da etwas beizusteuern, wie das funktioniert. Auch dazu gibt es die Infos auf unserer Website www.luki.de. Und wir hören noch einmal Musik und singen mit.
Wir gehen weiter mit und unter Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.